95%, es fehlen noch 5 Edelsteine und die holen wir uns jetzt. Willkommen zurück zu Insane Trilogy Crash Bandicoot, so Part 14, jetzt geht's ab. In Nato Fortress. Hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, alle Kisten zu holen, wie überall. Ja, wir haben alle farbigen Edelsteine und deswegen machen wir das auch. Und dann haben wir selber 100% und ich freue mich dann so ein bisschen auf Relikte, ein bisschen. Da die allerdings nicht ganz so einfach und spaßig werden, ist es fragwürdig, ob ich mich da wirklich drauf freuen soll oder nicht. Tschüss. Momentan darf ich aber noch sterben und muss einfach nur die Kisten alle holen und das ist doch sehr angenehm. Das Level kenne ich jetzt auch noch besonders gut, weil ich schon gesehen habe, wie der Zugzui hier die Zeit-Challenge gemacht hat. Und das hat ja ein paar Minütchen gedauert, deswegen, ja, kenne ich das Level jetzt doch schon wieder ziemlich gut. Und den Kisten muss ich mir aber selber noch ein bisschen arrangieren, wie ich da springe und so. Aber ja, Zeit-Challenge kommt erst im nächsten Part. Oder ab dem nächsten Part, besser gesagt. Es werden ja einige, also es werden auf jeden Fall mal mehr als für die 100%, glaube ich. Also da rechne ich schon so mit 30, 40 Parts durchaus. Also insgesamt jetzt für das Projekt, aber vielleicht auch schon nur dafür, für die Relikte. Das kann auch durchaus sein. Wir wollen Platin holen, ja? Das heißt, es wird eine Menge Schweiß geben hier. Aber das ist mir egal. Ich will definitiv das Maximum aus diesen Spielen rausholen, aus dem Spiel Insane Trilogy. Aber sowas von. Da gehört eben auch Platin dazu. Nicht nur als Trophäe, sondern auch als Relikt. Und ich werde es schaffen. Die Frage ist nur, wie lange es dauert. So kann man das in der Zeit-Challenge ein bisschen einfacher machen. Aber ja, wie gesagt. Hat noch Zeit. Ich referenziere es nur gerade, weil Dennis eben so. Also, weil ich das gesehen habe bei ihm. So. Bonus. Ist da oben war? Ja, da ist was. Immer wenn eine Fallkiste ist, ist ein Bonus was. Selbst bei The Lab. Das ist echt böse. Ja, okay. Ich habe mich doch beim letzten Mal gefragt, ja, wie werden die Bonuslevel eigentlich noch einfacher, wo ich eine Road to Nowhere gemacht habe. Aber das ist ja gut. Jetzt sieht man, wie das geht. Und dass es geht. Ach, es ist so schön, hier einfach nur ganz chillt durchzuhüpfen. Aber genauso gerne mag ich es eigentlich auch. Richtig auf Zeitdruck mit Relikten hier Gas zu geben. Ja, das hat auch was. Maske holen wir uns mal. Im Vordergrund ist ja keine Kiste. Das heißt, wir können fröhlich in den Hintergrund hüpfen. Gucken uns schön an, was hier vorne alles ist, was wir alles verpassen. Na. Keine Kiste. Na, nochmal als Bestätigung. Wenn ich hier zu weit vorne stehe, sollte ich auch eigentlich verbrennen. Es war im Original so. Ich denke, es wird auch hier so sein. War ein bisschen riskant, aber hat geklappt. Ich wollte sagen, das schaffen wir noch. Hätten wir auch geschafft, wenn ich dann ordentlich gesprungen wäre. Bin ich aber nicht. Aber ich kriege immer noch Mitleidsmasken. Das ist ganz nett. Das ist echt ganz nett. Das war dumm. Richtig. Oh Gott. Ihr wisst ja, dass ich hier schon ziemlichen Bockmist gemacht habe. Und auch weiterhin mache, wie man sieht. Hoch, damit ich die Pflanze schön töten kann. Sehr schön. Und hier gibt es jetzt ein spaßiges Erlebnis über den Wolken. Das Ganze verläuft auch ein bisschen anders als beim Original. Da ist also nicht so eine Edelsteinbarriere, wo man runterfallen darf. Wie genau das jetzt hier läuft, weiß ich aber auch nicht. Logischerweise. Was aber schön ist, man sieht die Wolken deutlich. Ja? Im Original waren die so ein bisschen mit dem Hintergrund verschwommen. Hier sieht man sie aber deutlich. Sie unterscheiden sich deutlich. Und man ist sogar tot, wenn man hier runterfällt. Also man fällt nicht wirklich ins Level zurück. Sondern das ist ein ganz neuer Bereich, wo es, der eigentlich nichts mit dem Hauptlevel zu tun hat. Eigentlich eine ganz nette Lösung. Tschüss. Jetzt haben die mir sogar schon einen Checkpoint eingebaut. Ist das ja... Ja gut, weil ich solche Kacke mache. Genau deswegen bauen die mir hier einen Checkpoint ein. Das ist traurig und erbärmlich. Man kann sich auch nicht bewegen, wenn man auf den Dingern ist. Nette Randinfo.
Gerade für Level Ruination. Im zweiten Teil. Muss ja nicht heißen, dass es im zweiten Teil nicht, dass es auch so ist, aber ich gehe schon mal davon aus, dass sie solche Regeln zum Beispiel universell festgelegt haben für alle drei Titel. Na, das war echt ein bisschen kacke jetzt, dass ich da vorbeigesprungen bin. Da fährt mich eine Plattform nach oben? Ist er etwa irgendwie... Nee, da kann er gar keinen... Ach nee, die fährt mich nach unten! Oh mein Gott. Ich werde mich unten zurück, stimmt. Ich darf mich hier gar nicht fallen lassen. Habe ich schon wieder vergessen. Wieso kann ich denn da nicht... Ich kann nur ganz komisch springen hier. Hallo! Willst du... Crash? Danke. Ja, wieder weiter. Ich wollte gerade sagen, ich kann es eigentlich machen wie in der Lab. Geht nämlich ein bisschen schöner. Bisschen schneller. So, Plattform getroffen, super, wir haben hier oben alles. Hoffentlich. Ja, wir sehen sogar nochmal, ob wir alles haben. Auch ein netter Service. Netter Begleitservice hier. Und wir landen wieder schön sanft. Dann sinkt man ganz langsam wieder runter. Und weiß auch, was wir gebessert, wenn du nicht ganz langsam wieder runterfällst oder runtersinkst. Ich bin so dumm! Ja, genau das passiert dann. Oh, ist das schlecht. Ja, wir dürfen jetzt natürlich nochmal nach da oben, ist klar. Was mache ich? Alter. Geht auf keine Kuhhaut. Vor allem kriege ich keine Maske mehr. Das finde ich auch doof. Aber die Stelle da oben ist doof, wirklich. Das Problem ist, Great Gate dauert nochmal länger. Als das, was wir jetzt hier in Native Fortress machen. Von daher stelle ich schon mal auf Überlänge ein für diesen Part. Weil ich partout nicht hinkriege, die einfachen Level hinzukriegen. Und wegen diesem komischen Sprung hier, der ist echt komisch. Wirklich. Komm her. Mann, ich will vorbei. Crash, dankeschön. Das hat mir im Endeffekt nichts gebracht, weil ich nicht oben drauf bin. Okay. Ich wäre schon längst durch wahrscheinlich. Ach, sterb doch einfach, ihr dummen Dinger. Warum ist das nicht so, dass man, wenn man eine Kiste zerstört, dass die anderen so runterfallen und man sie genauso zerstört wie im ersten Teil? Hä? Warum? Das war viel cooler. Jetzt dauert erstmal wieder Ewigkeit, bis die Plattform wegfällt. Oh Gott. Vielleicht werde ich doch alles erster Part 16 machen mit Relikten. Es ist mir offenbar, wie man sieht, hier nicht möglich, fünf Edelsteine in einem Part zu holen. Weil ich an Native Fortress richtig heftig scheitere. Das ist so dumm! Oh Gott! Wie kann man so erbärmlich schlecht sein? Dieses Level, ne? Das hat mich echt gefressen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist nicht eigentlich andersrum. Ich habe das echt. Ist auch scheißegal. Richtig, richtig schlecht, was ich hier gerade mache. Gibt's doch nichts zu beschönigen. Und warum kann ich hier nicht durchlaufen? Dankeschön. Muss ich auch mal reinziehen. Das ist eine fucking Wolke. Mann! Die Stelle ist doof. Die ist richtig doof. Wirklich. So, komm. Jetzt vielleicht mal mit ein bisschen mehr Ruhe und so. Hätte was. Wäre sehr gut. Sehr wichtig. Das dauert so lange. Warum ist die Plattform so langsam? Kommen jetzt schon die drei? Ja, jetzt kommen schon die drei. Ich lasse mir Zeit. War eine gute Entscheidung. Ich da wieder verreckt wäre. Sind hier oben noch so viele Kisten? Na gut, es sind nur noch 8 Stück, aber... Ah ja, hier waren nur 4, stimmt. Dann waren 4 in der Luft und dann... Ne, 3 in der Luft und 4... Ah, Mann! Gib Gas, ich muss schnell noch diese Plattform... Jawohl. Ich falle sowieso nochmal ganz runter. Ich weiß es. Oh mein Gott, eine Kiste fehlt! Nein, tut sie nicht. Da oben ist noch eine. Alles gut. Oh. Dafür haben wir jetzt echt 9 Minuten gebraucht. Das ist traurig. Sehr traurig. Aber egal. Macht nichts. 4 Level noch. The Great Gate. Rolling Stones. Ja. Wie ich es liebe, unterbrochen zu werden. Weiter geht's.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Native Fortress haben wir jetzt geschafft. Jetzt kommen noch Rolling Stones, es kommt noch Upstream, es kommt noch The Great Gate und es kommt noch Jungle Rollers. Also eigentlich nicht mehr viel. Allerdings ist Great Gate ja auch nicht gerade kurz und Upstream, ja, sollte eigentlich kein Problem sein, könnte es aber minimal werden. Aber nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich sollte das sehr gediegen machbar sein. Vor allem darf man überall sterben. Das heißt, herausfordernd ist das eigentlich alles nicht wirklich. Ich habe mich übrigens tatsächlich gerade mal ganz spontan zwischen diesen beiden Parts jetzt, also den letzten und diesem, entschlossen, dass ich die Zeitrelikte mit Koro holen werde. Einfach, weil wir sie sonst tatsächlich in diesem Let's Play gar nicht benutzen werden wahrscheinlich. Und ich dachte mir so, ja, warum nicht? Dann kann ich wenigstens Koko die Schuld geben. Nein, aber dann spielen wir sie auch mal und warum nicht? Ne? Also machen wir es so. Ist, glaube ich, ganz cool. Ich finde es ganz cool. Wer es nicht cool findet, das ist mir scheißegal. Wir machen das jetzt so. Ach, übrigens, ja, stimmt. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, wo wir hier hinspringen. Denn wir brauchen unbedingt das Brio-Icon. Ich meine, das war ganz links hier. Ja. So. Das brauchen wir jetzt natürlich. Für alle Kisten. Das ist auch eigentlich jetzt die einzige Schwierigkeit, die es hier in Rolling Stones gibt. Die dieses Level dazu berechtigt, dass es da hinten an der, keine Ahnung, vierten Position sein darf. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es hier eine aufsteigende Schwierigkeit gibt. So, sollte auch gar nicht mehr so lange dauern, bis zum gelben Edel... gelb, keine Ahnung, welcher das hier ist, der hier benötigt wird. Bis zu dem Edelstein, bis zu der Edelsteinplattform. Wir sind schon Superman, das wollte ich noch gar nicht sein. Okay, vielleicht war es hier doch gar nicht so schlecht. So, hier ist erstmal das Bonus-Level. Hi, hi, hi. Brio war ja, glaube ich, kurz vorm Ende dann, ne? Das letzte. Nein! Das ist nicht mein fucking Ernst. Vor allem hatte ich zwei Masken. Ist nicht cool. Ja, jedenfalls wurde ich gerade unterbrochen, weil meine Mutter mir mitteilen musste, dass ich auf keinen Fall die Tür machen soll, weil meine Mutter angeblich noch jemandem einen Termin zur Besichtigung gegeben hat, aber sie hat keinen Bock mehr. Ich auch nicht. Dennoch hatte ich genauso wenig Bock, von ihr unterbrochen zu werden. Ja, in der Besichtigung ist echt richtig, richtig nervig. Wirklich. Nee. Nee. Ich meine, ich muss nichts machen, aber ich muss mein Zimmer zeigen lassen. Das ist schon nervig genug. Wenn gerade irgendwie eine Aufnahme ist. Und generell, fremde Leute und so. Nee. 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 Okay. 59 Kisten. Da ist die Edelstein-Plattform. Ich finde es immer noch sehr realistisch, dass man sich da theoretisch fallen lassen kann mit dem komischen Ding, was da runter geht, aber das einen nicht hier reinführt. Das ist so logisch, ne? Ich liebe diese Logik. Nein, es geht nur mit dem Edelstein. Nur mit dem Edelstein kommt man dahin. Natürlich. Oh mein Gott. Ich hätte Angst, dass das Ding jetzt weggeschleudert wird. Aber würde es nicht. Wir dürfen ins Brio-Bonus-Level. Ich glaube, hier war ich auch nur sehr, sehr selten drin. Das war dumm. Warum mache ich nicht kurz Pause? Ah, ich liebe diesen Soundtrack. Ey. So. Das ist ja hardcore hier. No! Wieso treffe ich denn schon wieder die mittlere Kiste? Ich wollte die ganz links treffen. Was ist dein fucking Problem, Crash? Holy moly. Ich wollte das jetzt ganz stylisch durchziehen. Ich glaube, ich ignoriere einfach diese vierte Kiste da. Und springe von der dritten direkt auf die fünfte. Das ist möglich. Und vor allem nicht schlimm. Genau so. 8 müsste ich dann am Ende haben. Und das habe ich auch. Hier aktivieren wir eine TNT-Kiste. Hüpfen weiter, hüpfen weiter, hüpfen weiter. Springen auf die erste Lebenskiste. Mensch, ich wollte auf die erste. Mein Gott. Scheißegal, wir haben 17 Leben und schon wieder 17 Kisten und 6 Leben. Kriegt man hier immer 6 Leben in den Brio-Leveln? Das habe ich jetzt schon öfter beobachtet. Aber ich habe auch nicht festgestellt, dass es immer so ist. Also ich weiß nicht, ob es immer so ist. Keine Ahnung. Und hier befinden sich die letzten Kisten und damit erscheint dort vorne ein weiterer Edelstein. Damit fehlen uns nur noch 3. Heißt aber trotzdem, dass wir gerade mal 2 Edelsteine jetzt bekommen haben. Obwohl ich 5 in diesem Part schaffen wollte. Und wir haben schon 3/4 des Parts rum. Tja, was sagt uns das? Der Part wird extrem lange.
Ja, aber so eine halbe Stunde könnte ich mir schon vorstellen, dass der Part jetzt dann wird, weil ja, ich will das schon alles noch in diesen Part packen. Und Great Gate wird noch lange dauern, tatsächlich. Ach, fuck. Ich sollte zwei draus machen. Das wird spontan entschieden. Also, Jungle Roller sollte überhaupt kein Problem sein. Das sollte in 3 Minuten machbar sein eigentlich. Aber da gibt es auch einen Bonus-Level und na, das dauert auch wieder ein bisschen länger. Ach, scheiße. Und auch Upstream sollte locker in 3, 4 Minütchen möglich sein. Aber ja. Diese unerwarteten Zwischenfälle, die immer passieren. Wenn man mal runterfällt oder so. Die mich jetzt zwar nicht dazu drängen, das ganze Level nochmal neu zu machen, aber trotzdem nicht gerade nett sind. Oh. Das war knapp. So, Maske und Leben. Wunderbar. Da unten gibt es Gießen für uns. Oder eine. Keine Ahnung. Das schaffen wir nicht. Warum versuche ich das? Weil ich nicht wusste, wie weit die erste Plattform weg war. Primär deswegen. Naja, wat kost die Welt? Wat kost die Welt? Weiß nicht, warum ich gerade wie nervös immer wieder auf Dreieck drücke. Und mir meinen Kistenstand angucke. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum ich immer nervös auf die Uhr gucke. Jetzt aber. So. Und Checkpoint. Huhu. Ja, das war ein bisschen die DuckTales nachher drin. Hier gibt es einfach mal mehr Kisten als im regulären Level, richtig? Ja. Das ist ein bisschen traurig. 12 Kisten im regulären Level bis dahin und jetzt hier einfach mal 22. Und insgesamt gibt es hier also auch mehr als im Rest des Levels. Warum nicht? Kisten und 2 Leben. Jawohl. Sammle 3 Gesichtstoken zum irgendwas. Ja. So, die letzten 2 Kisten sind, glaube ich, am Ende. Also, da gibt es ja noch einen Geheimbereich mit dem. Uiuiuiuiui, farbigen Edelstein. Da befindet sich noch ein Ziel am Ende, glaube ich, ne? Ich hoffe mal. Doch, ich meine schon, ja. Ich meine. Sehr schön. 98%. Ach, Great Gate dauert noch lange, aber wir machen das jetzt noch in diesem Part. Egal wie lang der wird wahrscheinlich eine halbe Stunde lang etwa. Aber das Ding ist jetzt, wenn ich jetzt anfange, wenn ich jetzt aufhöre mit den beiden Edelsteinen, dann haben wir jetzt gleich 100% dann innerhalb von 5 Minuten und dann, ja, müsste ich quasi in diesem Part dann mit den Relikten anfangen. Das ist irgendwie blöd, ich will jetzt einen richtigen Cut haben und den habe ich, wenn ich das jetzt in diesem Part noch mache. Auch wenn Great Gate vielleicht ein bisschen länger dauert. Es wird mich jetzt hoffentlich keine 10 Minuten dauern. Und selbst wenn, dann sind wir auch immer noch im Rahmen von einer halben Stunde. Weil Jungle Rollers nicht lange dauern wird. Wenn du auf eine Baumplattform wirbelst, kannst du darauf springen. Oh, ja. Das ist natürlich der Lifehack 10.000. Damit, das hätte ich nie erwartet. Ja, richtig krasse Lifehacks hat hier dieser Slivky-Show, nennt er sich. Der hat so einen lustigen russischen Akzent und deswegen Videos seien sehr lustig. Richtig schön stereotypisch. Immer wieder lustig, ja. Gestern habe ich mit Pascal da einen seiner neuesten Videos angeguckt. 7 Lifehacks mit Kondomen, ja. Also wenn ihr mal irgendwo im Wald sein solltet, ja, und keine Flasche dabei, ihr habt aber ein Kondom und eine Socke, dann könnt ihr euch damit ein super Trinkgefäß machen. Ist das nicht geil?
Schmeckt dann nach Gleitgel. Hervorragend. Ja, das war natürlich jetzt ganz großes Kino. Ich will mal versuchen zu cheaten. Schade, geht leider nicht. Ja, dann würde ich sagen, tschüssi. Es ist auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam. Wenngleich ziemlich dämlich. Ist das die richtige Richtung? Ja, das ist die richtige Richtung. Ich hatte gerade schon Angst. Weil ich nicht wusste, ob ich schon hochgesprungen bin oder nicht. Tschüss. Das Donner-Icon, sehr schön. Das Witzige ist halt, dass dieser Geheimbereich hier eigentlich länger ist als das ganze Level. Beziehungsweise genauso lang. Aber ja, ist halt so, ne? Der kommt ja auch relativ bald jetzt schon. Das Ziel ist ja in greifbarer Nähe eigentlich. Wichtig ist halt, dass hier im Geheimbereich, im Gegensatz zu dem von Native Fortress, also Geheimbereich da halt im Hintergrund das Ding, hier befinden sich halt da wirklich Kisten oder eine. Zumindest. Oder zwei. Oder keine Ahnung, wie viel es sind. Ich meine, es ist eine. Aber die befinden sich halt auf jeden Fall dahinter. Das ist richtig zu wissen. Ich hoffe, darunter ist keine Kiste, aber ich gehe nicht davon aus. So böse ist das Spiel, glaube ich, noch nicht. Ja, aber ich bin scheiße. Schön. Schöne Sache. Boah, ich will endlich racen, ne? Ich will endlich Relikte jetzt machen. Das kribbelt ja schon ein bisschen in den Fingern jetzt. Das ist halt die Neuerung in der Insane Trilogy. Das muss ich jetzt einfach selber mal erfahren. Wie es in den Laufleveln so ist. Ein Hog Wild und Whole Hog, schön gut, aber... Na, da konnte man noch nicht wirklich was gegen Platin machen. Außer nicht alle Kisten mitnehmen. Das sind halt echt so die billigsten Relikte. So, rüber mit dir. Und Laufschlampe. Wie viele Kisten fehlen noch? Oh shit, 8 Stück, gut. Werden wir auf jeden Fall hier kriegen. Wenn nicht, haben wir welche übersehen, das wäre nicht schön. Ach, da ist... Alter, die hätte ich jetzt echt fast übersehen, ne? What the f... Crash, was ist dein Problem? Wieso warst du so weit vorne in der Perspektive? Warum? Das ist nicht nett von dir. Das ist nicht gut von mir. Nein! Ah, oh, shit. Nein, oh Gott. Feinmotorik ist gerade nicht so ganz vorhanden. Jetzt bin ich ein bisschen weiter hinten. Jetzt triffst du die Kiste auch bitte, dankeschön. Die hat auch wieder getroffen im Sprung, sehr schön. Na, so wie es sein muss. Wir werden jetzt gleich in den Hintergrund hüpfen, um da die eine Kiste zu holen. GG. Komm ich da hoch? Natürlich nicht. Aber vielleicht kommen wir von da hoch. Könnte klappen. Ich glaube zwar eher nicht, aber... Ach, leck mich doch am Arsch. Wirklich. Nur wegen dieser Kackpflanze, weil die wieder genau neben dieser Scheißkiste wachsen muss, ne? Komm, lass mich runter. So eine Scheiße, echt. Immer wenn man es cool machen will, ne? Ich kann es nicht cool. Das Problem ist, es ist auch gleichzeitig nicht cool, sondern auch schnell. Deswegen wäre das für die Zeit-Challenge natürlich extrem wichtig. Also für die Zeit-Challenge an sich nicht, aber für Platin. Das wäre schon so ein nettes Extra, was man sich durchaus mal gönnen sollte. So. Da ist ein Leben, aber hier sind auch irgendwo Kisten. Hallo. Oder nicht? Okay, hier war einfach gar nichts. Es gibt, glaube ich, zwei, oder? Oder einfach nicht? Ach, keine Ahnung. Vielleicht haben sie es auch geändert. Das Recht ist, bleibt dir natürlich vorbehalten. Wäre so ein bisschen blöd. Das hat das Great Gate eigentlich ausgemacht. Aber ja. Werden wir sehen. Hau ab! Nee, hier kommt das erst gut. So, jetzt müssen wir aber nach links laufen, glaube ich, oder? Nein? Okay. So, da war sie, die Kiste. Und jetzt können wir hier wieder rüber. Aber leider haben wir ja die Kiste noch, die wir da drüben noch haben, liegen gelassen. Die müssen wir natürlich noch mitnehmen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier hinten keine übersehen, weil ich bin nicht bis zum Ende gelaufen. Aber da war, meine ich, nur eine. Das alles können wir uns ersparen. Aber leider
diese Kiste ja noch da. Man kommt da halt leider nicht hoch ohne diese Kiste und es gibt natürlich Tricks, wie man diese Kiste... Fick dich doch! Du Hurensohn! Na! Wie man diese Kiste mit zerstören kann, auch wenn man dann eben darüber... Also man kann sie im Sprung zerstören, aber das ist nicht ganz so einfach. So eine Scheiße, ey. Ohne Witz, ich habe tierische Probleme mit diesen Sausäcken. Ey, danke. Tierische Probleme, wirklich. Dieses hohe Springen im Crash habe ich auch immer noch nicht unbedingt verinnerlicht. Vor allem nicht bei diesen Schildheinis. Das ist mir scheißegal, da ist mein Leben hinter, das brauche ich nicht. Das heißt, ich hätte mich gerade noch nicht mal töten müssen. Aber das wusste ich natürlich nicht mehr, dass es da zwei Geheimbereiche gibt. So. Spacken. So. Hier muss ich natürlich trotzdem hinter. Jetzt ein bisschen Ende einfach nur so, um zu zeigen, hey ho ho, so, da ist nichts mehr. Oh, es ist zum Kotzen, Mann. Ich kann natürlich gleich mal versuchen, die im Sprung zu zerstören, aber es wird nicht funktionieren. Wenn doch, dann beiß ich mir den Arsch. Aber dann kann ich mir das Ganze ersparen. Also irgendwie funktioniert das, ne? Einfach zack, so. Aber es ist halt wirklich verdammt schwierig. Vielleicht geht's auch in dem Spiel gar nicht mehr. Das kann auch sein. Keine Ahnung. Und ich glaube, es hätte jetzt länger gedauert, das mal weiter zu versuchen, als einfach weiterzumachen hier. Na, du Sackgesicht, diesmal nicht. Heute nicht. Oh mein Gott. Was? Boah, diese Perspektive, ich hasse es! Ich hasse dieses Level gerade abgrundtief. Für die Perspektive. Das hat mich gerade hier schon mal abgekackt, ne? Abgefuckt, deswegen bin ich abgekackt. Hier an der Stelle. Ne? Da habe ich ja diese eine Kiste nicht getroffen, da. Auf der rechten Seite. Jetzt schon wieder. Der geht einfach irgendwie nach vorne, warum auch immer. Das soll ja nicht, das ist böse. Wäre auch nett, wenn ich mal eine Mitleidsmaske bekommen würde. Ich hätte es mittlerweile verdient. Ist halt echt mega assi, ganz ehrlich. Was zum Fick soll das? Wahnsinn. Ist das nervig. Problem meine eben mal so Mentalität. Definitiv. Kann man nicht anders sagen. Fehlt nicht irgendwie eine Kiste? Oder kommt mir das nur so vor? Ich hoffe, es kommt mir nur so vor. Geh kaputt! Das war verdammt knapp. Hinten bleiben, Crash. Hinten bleiben. Ja, komm raus. Komm raus. Wie viele Flammen? Eine. Gut. Das war kaum noch so ein Schildhaini, oder? Nein, hier nicht. Oh, und ich glaube, wir haben es geschafft. Wir brauchen nur noch zwei Kisten oben irgendwo. Was mache ich denn? Ich hoffe, da oben ist noch eine, sonst habe ich verkackt. Da ist noch eine, ich sehe noch eine. Oder? Nee, tue ich nicht. Ist hier noch eine? Ja, hier ist noch eine, dankeschön. Sehr, sehr nett. Da oben ist der Edelstein und wir haben es geschafft. Oh Mann. Jetzt haben wir aber echt 10 Minuten dafür gebraucht. Egal. Egal, der Part wird jetzt echt lange. Wir müssen jetzt auch noch das letzte Level machen. Oder besser gesagt, das zweite Level. Aber das geht fix. Dann sind wir mit, keine Ahnung, 34 Minuten oder so auf 100%. Und dann ist das doch auch alles in Ordnung. Besser, als wenn wir jetzt einen halben Part angefangen hätten und dann jetzt mit den regten 10 Minuten weitermachen. Das ist auch irgendwie doof. Finde ich zumindest. So ist das ganz stylisch.
In TNT zu verbinden ist tödlich. Springe stattdessen drauf. Ja. No shit, Sherlock. Das mach ich. Kann man schon fast rausschneiden, die Ladezeit, ne? So. Was gab's hier eigentlich noch? Achso, nur den oberen Geheimbereich, stimmt. Da war ja nur dieses eine, diese drei Kisten da oben. Mehr war das ja hier nicht. Aber auch hier wird es ein Bonus-Level geben. Hier befindet sich das erste Tonner-Icon. Also hier zu sterben wäre eigentlich echt schon ein Armutszeugnis. Was mir bestimmt gleich ausgestellt wird. Werde ich mir gut vorstellen. Und da sind wir auch schon an der besagten Stelle. Mit den drei Kisten. Bring mich hoch. Hopp, hopp, hopp. Leben mitnehmen brauchen wir zwar nicht, kriegen wir auch nicht. Also, gut geschrieben, 3,99. Aber ist ja egal. Da befindet sich das zweite Icon. Jawohl. Und damit fehlt nur noch eins. Wow, ich kann rechnen. Wer hätte es gedacht? Finde ich ganz witzig, auf Twitter manchmal zu lesen, so, bei welchen Leveln Leute so Probleme haben. Und dann hieß es so, ja, ich habe voll Probleme bei Native Fortress und so. Und alle so, ja, das ist aber echt kackenschwer. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, da ist was nicht explodiert. Und dann denke ich mir so, ja, okay, das sind Anfänger. Am besten ist dann, wenn die dann noch schreiben, ja, aber ich habe Crash von meiner Kindheit gespielt und so. Ah, das ist irgendwie immer amüsant. Was mache ich hier? Weg damit. Ich habe keine Zeit. Ich bin auf der Durchreise. So. 5 Kisten und damit fehlen uns nur noch 2. Die befinden sich hoffentlich gleich vor dem Ziel, aber ich glaube, das ist auch relativ... ja, richtig so. Damit haben wir gleich den letzten Edelstein. Wenn wir hier noch durchkommen, ohne zu sterben. Aber auch sonst. Das war mein persönliches Anliegen und das hat geklappt. Und damit haben wir 100% im ersten Teil der Crash Insane Trilogy. Show me. Badaba. 100% abgeschlossen. Und damit haben wir den ultimativen Edelsteinweg freigeschaltet. Den werden wir allerdings erst, wie gesagt, machen, wenn wir alle Relikte haben. Also Great Gate, damit zum alternativen Ende mit Horner. Weil das ist das Schöne. Und wie zum 1000. Mal schon... sage ich jetzt auch nochmal, zum 1000. Mal sage ich jetzt auch nochmal, dass wir jetzt die Relikte alle von vorne machen werden, von Insanity Beach an. Ich versuche Platin zu holen, mein Ziel ist Platin und das werden wir mit Coco machen und einem zweiten Teilprojekt so gesehen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Jetzt wird's richtig hart. Bis dahin, tschüss.